Warum passiert so viel Scheiß immer zum Schluss? Ich reg mich nicht auf. Oh meine Güte, ey. Das muss doch mal langsam klappen.
Oh, das Ausweichen klappt irgendwie nicht mehr so gut. Ich glaube, das war's jetzt. Stirb! Warum stirbt die nicht? Die verliert kein Leben mehr. Ja! 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 Ich hab! Ja! Ja! Oh mein Gott! Ihr habt die Walküren gerettet. Sigrun, wie ist das passiert? Mimir, bist du das? Du wurdest befreit, aber... Freiheit hat ihren Preis, Werteste. Das ist wahr. Zahllose Winter haben wir dem Allvater gedient. Doch erst durch seine Heirat mit der Königin konnten wir einen Hauch von Freiheit kosten. Du bist doch die Königin. Es gibt nur eine Walkürenkönigin, die Göttin Freya. Huh? Als Odin ihr die Flügel ausriss, übernahm ich ihr Amt. Doch das war nicht genug für den Allvater. Mit Hilfe einer uralten Magie machte er meine Schwestern böse. Ich wollte Schlimmeres verhindern, indem ich sie dort einsperrte, wo sie niemandem schaden konnten. Doch bald verlor auch ich mich. Sigrun, es tut mir leid, dass ich so nutzlos war. Ich hätte etwas tun können oder es zumindest versuchen. Was hast du jetzt vor? Ich muss mich mit meinen Schwestern vereinen. Gemeinsam können wir die Welten ins Gleichgewicht bringen. Der ewige Segen der Walküren ist euch sicher. Ohne einmal zu sterben. Noch nicht mal den Auferstehungsstein benutzt. Jawohl. Es geht doch. Wir nehmen noch einen Helm. Wo dürfen wir den jetzt hin tun? Ja, geschafft, würde ich sagen. Das scheint dich nicht sehr zu freuen. Es ist schwer, sich über irgendetwas zu freuen, wenn man nur ein Kopf ist. Weder des Erschlagenen. Wir die Walküren befreien konnten, aber so vieles hätte verhindert werden können, wenn nur... Du hast es selbst gesagt, Kopf. Es macht keinen Unterschied mehr. Die Vergangenheit ist vorbei. Aus deinem Mund klingt das ja geradezu erfreulich. Ich bin guter Laune. Die Zwerge werden diesen Helm brauchen können. Dein Vater hat nichts als... Hör mal gleich weiter. Sigrun, Mimir sagt über Sigrun, Königin der Walküren, obwohl sie sich selbst nicht als solche sieht. Als Freya, die ursprünglich Walkürenkönigin, ihre Flügel an Odin verloren hat, nahm Sigrun ihre Stelle nur widerwillig ein. Jetzt kann sie die Walküren wieder vereinen und versuchen, die Flut an Toten einzudämmen, die nach Midgard strömt. Ein Ziel vor Augen, was? Auf jeden Fall. Okay. Was haben wir hier? Vergeltung. Episch. Axtknauf. Axtknauf und zurückrufen. Axtwurf und zurückrufen mit R1 werden unglaublich mächtig. Okay. Geringe Bonusaktivierungschance auf Explosion mit massiven Schaden bei jedem erfolgreichen Treffer. Perfekter Asgard-Stahl. Was haben wir hier? Njörds Zeitstein. Sehr geringe Bonusaktivierungschance, um vorübergehend Gegner in der Nähe zu verlangsamen, wenn Schaden genommen wird.
Wenn Schaden genommen wird. Oh, das ist doch gut. So, so, und den Helm, den geben wir bei den Zwergen ab. Oh. Und der Weltenriss ist leider nicht da zum Schließen. Schade. Gut, dann gehen wir mal zurück zu den Zwergen und schauen mal, was sie mit den Helmen anfangen können. Oh, meine Fresse. Hat eine schwere Geburt. Aber ich hab's geschafft. Also ist Freya die Walkürenkönigin? Sie hat nie was gesagt. Du hast nie was gesagt. Erklär uns das, Kopf. Oder bist du wieder verhext? Keineswegs. Freya war einst Königin der Walküren. Zu ihrer Hochzeit bekam sie die Aufsicht über die Walküren. Als mächtige Warnengöttin verehrten sie sie. Wie sehr, war mir bislang nicht klar. So, da ist ja schon das Tor. Ich muss noch gerade meiner Freundin antworten. Ach so, damit ihr natürlich noch seht. Ich habe natürlich nichts geändert, ne? Gameplay, Herausforderung. Das heißt, ich habe sie auch schwer besiegt. Juhu. Okay, mal schauen, was jetzt passiert mit dem Helm. Rüsten wir dich aus. Was ist, wenn wir die Sachen vollständig machen? Ich glaube aber, die geben nicht genügend her. Zorn der Königin. Gibt auch nicht genügend. Bringt also alles nichts, was wir da eingesammelt haben. Komm wieder, wenn du noch mehr Zeug gefunden hast. Ich habe einen Helm gefunden. Hereinspaziert. Das muss doch für irgendetwas. Das muss doch für irgendetwas zugute sein. Achso, Sigruns Helm. Oh, super, 100.000 Hacksilber. Eine Sorge weniger. Ist ohnehin wieder Zeit für eine Pause. Und wo haben wir jetzt den Helm? Nanu? Ich sehe keinen Helm. Was hast du da draußen entdeckt? Gibt aber nichts Neues, also auch nicht eingeschmelzt oder so. Nächstes Mal. Okay. Was haben wir jetzt eigentlich noch zu machen? Wir haben jetzt eigentlich, glaube ich, nicht mehr allzu viel zu machen. Midgard-Zusammenfassung, uns fehlen noch zwei mystische Tore. Keine Ahnung, wo die sein sollen. Wissensmarkierung fehlt uns noch eine. Odins Raben. Drei Stück. Legendären Truhen auch noch drei. Okay. Wir wissen auf jeden Fall, hier fehlt uns noch ein Rabe. Einer. Also da fehlen uns immer noch zwei.
Hier vielleicht. Im Wildwald. Da haben wir nämlich noch gar keinen einzigen Raben gefunden. Und Raben gibt es eigentlich überall. Das ist bestimmt das, was uns hier fehlt. Müssen wir wohl dort nochmal suchen gehen. Ab nach Hause. Einmal durch den Wald laufen. Oh Mann, der Turm hat den Eintrachtstein gefressen, oder? Ich wollte doch mal fliegen. Ja, das ist wirklich zu schade. Fliegen geht jetzt nicht mehr? Ne, ich kann keinen Kreis mehr drücken. Okay. Oh Mann. Wie geil ist das denn? Ich habe die Königin besiegt. Huch. Hier ist auf jeden Fall kein Rabe, den ich übersehen hätte. Oder? Keiner legt sich mit mir an. Ich habe die Valkyrenkönigin besiegt. Okay, hier unten gibt es auch keinen Raben. Gibt es hier oben einen? Sieht nicht danach aus. Was ist denn das da? Eine Kiste? Keine Ahnung. Okay, dann gehen wir hier jetzt wieder raus. Oh Mann, was brennt mir die Augen. Bin irgendwie, glaube ich, zu lang wach jetzt. So, wir sind oben. Andere Seite. Müssen wir natürlich jetzt schön auf die Umgebung hören. Irgendwo müssen wir ja wohl die Raben übersehen haben. Ach ja. Gedacht, der wäre schon tot. Ich glaube, hier ist es nicht leicht, die Raben zu finden.
Aber stimmt, ich habe hier, glaube ich, nirgendwo einen einzigen Raben gefunden gehabt. Guck mal an, hier oben ist ein Zeichen. Kann man da kann man hoch. Wo geht's denn hier hin? Das ist neu. Den Weg kenne ich gar nicht. Ein kleiner versteckter Weg. Nee, jetzt sind wir hier. So, ich muss jetzt mal erstmal die Aufnahme auf Pause drücken und einen neuen Teil machen, weil wir sind hier bei mir schon bei 40 Minuten. Das dauert sonst alles zu lang mit dem Bearbeiten sowas. Dann bis das alles geladen ist von dem Video. Und,